Ja. Das heißt, es geht um Potenziale. Das da ist unser Hirn. Das ist das, was drunter ist. Das war mal drunter und wäre so groß gewesen. Darüber spricht jetzt dann Franz Kurz. Und das waren wir, als wir geboren wurden. Direktor der HTL, Franz Kurz, danke, dass du gekommen bist. Und erzählst uns jetzt ein bisschen was aus der Praxis. Dankeschön. Das Hirn da ist was ganz was Praktisches. Wer von euch ist Hirnträger? Wer von euch ist Hirnträger? Benutzer. Niemand. Lauter Hirnbenutzer. Das finde ich toll. Beste Voraussetzungen für meinen Vortrag. Ich muss mich da fürchterlich beschweren, gell? Von wegen Pädagogik. Und Pädagogik kann ja ganz was anderes sein. Ich werde euch jetzt ein Beispiel dafür erklären, was Pädagogik auch sein kann. Möchte aber nicht vergessen, Günther, seine Anregung von vorhin weiterführen. Passt auf, was sagt, das passiert. Wir werden dann, so wie in der Bibel schon steht, ich bin nur Wegbereiter für den, der nach mir kommt, ja, wo es darum gehen wird, welche Macht das Wort hat und die Bedeutung des Wortes. Kennt ihr die Geschichte von Einstein, der aus dem Gymnasium geflogen ist? Wer kennt die von euch? Also ganz, ganz typisch, gell? Die Frage ist, welche Eigenschaften hat der gehabt, dass er trotzdem erfolgreich geworden ist? Oder der Ansatz von mir war, wenn ich mir anschaue, wer aus der Schule rausgegangen ist, ist die HTL Hallein bei mir. Wer aus der Schule rausgegangen ist, welche sind da besonders erfolgreich geworden? Waren das die guten Schüler oder welche waren das? Welche Typen sind das gewesen? Was glaubt ihr, welche Typen besonders erfolgreich sind? Hä? Es sind Typen, die Tippschellen sind. Ja, die problematisch sind irgendwo alle, wenn es nicht das tun oder wenn es nicht dem Typ entsprechen, das die Lehrerin oder der Lehrer ist. Also, da sind gleich einmal alle problematisch. Die leben in der eigenen Welt. Die ihren eigenen Schädel gehabt haben. Die rebellischen. Die Rappelköpfe. Wie ist denn das mit den Typen? Kennst du die Typeneinteilung der Griechen? Also Melancholiker, Phlegmatiker, Choleriker und Sanguiniker? Welche sind denn das denn mit dem Dickschädel? Die Choleriker. Okay. Also das ist schon mal ein Anteil. Wir wissen, die Mischlinge wären die schönsten Kinder. Also irgendwas gehört da noch dazu. Weil die sind eigentlich ziemlich unleidlich. Wer möchte mit einem Choleriker was zu tun haben? Boah. Hä? Was gehört da noch dazu, damit man ein bisschen verträglicher wird? Herz. Hä? Herz ja, aber die Frage ist, wir haben Sanguiniker, Melancholiker, Phlegmatiker, Choleriker. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, damit es euch leichter dort seid, die Typen zu merken. Stellt euch vor, eine große Blumenwiese, rundherum Bäume und mitten quer über die Blumenwiese geht ein Zaun drüber. Okay? Und diese vier Typen gehen nacheinander quer zu dem Zaun über die Blumenwiese. Der erste, sei der Sanguiniker oder die Sanguinikerin,
pfeifen wir Liedchen, gingen hin, ein Zaun drüber gesprungen, weitergegangen. Dann sagt drüben wer, warum bist du jetzt über den Zaun gesprungen? Wer Zaun, wo Zaun, was Zaun? Die haben das nicht einmal gemerkt. Melancholiker gehen zum Zaun, sehen, wie das Bild der schönen Blumenwiese gestört wird durch diesen hässlichen, von Menschenhand gegründeten Zaun. Sie beweinen diese Tatsache und sind fürchterlich traurig, fühlen sich schlecht und bleiben dort sitzen. Melancholiker sind einfach die ganz feinfühlenden, künstlerischen Typen, ja, die alles ganz gründlich machen wollen, alles ganz zu Ende bringen, und wenn es ganz fertig ist, dann kommen sie drauf, dass doch nicht alles perfekt ist, und dann fangen sie wieder von vorne an, um es doch perfekter zu machen. Melancholiker. Choleriker trampeln auf den Zaun zu. Welcher Ort wurde denn? Zaun doch hier drauf! Zaun über den Haufen, weiter marschiert. Also, Choleriker. Phlegmatiker marschieren auf den Zaun zu. Ein Zaun, gehen entlang des Zaunes weiter. Also, ganz grob, nur damit ihr ein Bild mitnehmt, ja, das ist jetzt mein PowerPoint, ich nenne das auch Hirnkino. Wir haben ja schon gehört, Bilder sind ganz wichtig, ja, die man im Hirn mitnehmen kann. 4D4 Typen. So, welchen dieser Typen würdet ihr zu dem Choleriker dazu tun, damit er ein bisschen besser verträglich wird? Sanguiniker. Sehr gut. Ja, er sagt, ich erfolgreich, ich Cholero Sanguiniker. Stimmt aber. Genau diese Mischung ist die, die sehr erfolgreich wird. Aber jetzt sind wir bei dem, was er zuerst gesagt hat. Ich möchte wissen, wer die Buchhaltung macht, wenn wir keine Melancholiker hätten. Die zum 15. Mal, zum 20. Mal die gleiche Tabelle machen und jedes Mal eine andere Farbe verwenden, damit es einfach nur schöner ausschaut. Ja? Also, ein Choleriker, der das gleiche zweimal macht, ja, völlig unmöglich. Aber, ich sage ihm, da hat wer so eine ähnliche Idee gehabt wie du, und der hat es besser gemacht. Was? Wo? Ja? Wettbewerbstypen. Wollen immer die Besten sein. Choleriker. Ja? Das können wir in der Schule hernehmen, indem wir sagen, wenn du Choleriker, ich dir nichts erklären, weil du mir sowieso nicht zuhörst. Ja? Das ist nämlich das. Die wissen alles besser. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, warum der rausgeflogen ist aus der Schule. Stellt euch wem vor, Sanguiniker, ständig die Pappen offen, ja? Konzentration, ja, auf alles. Ja? Haben wir zuerst gehört, draußen fährt ein Auto vorbei. Gell? Herrlich, ein Auto fährt vorbei. Ja? Wenn ihr wissen wollt, in einer Gruppe von Menschen, wer da drinnen am meisten Sanguiniker ist, sagt, ich hätte 15 Bücher zu meiner Tragen, wer hilft mir? Und genau in der Reihenfolge, in der die Hände aufgegangen ist, das sanguinische Anteil. Ja? Funktioniert super. Braucht man gar keinen Test, das geht ganz einfach. Einfach irgendwas erklären und dann sagen, ist das richtig? So ein Blödsinn. Wir haben das anders gemacht. Choleriker. Gell? Die Phlegmatiker erkennt man auch sehr gut. Das sind nämlich die, die zu Betriebsräten gewählt werden, die gewählt werden für Klassensprecher, Schulsprecher und so weiter. Also das sind geborene Phlegmatiker. Die hören, drehen wir es um, über wen hört man am liebsten, dass geredet wird? Wir selbst. Ja? Jetzt stellt euch vor, ich darf ständig über mich reden und es sitzt nicht ein Choleriker wie ich, der sagt, ich habe das schon lang gemacht und ich kann das viel besser, sondern ich habe einen Phlegmatiker, der zuhört. Oh, so ein gescheiter Mensch. Und wie gut, dass man sich mit dem unterhalten kann. Ja? Also Phlegmatiker sind die geborenen Zuhörer,
Die stehen auf, gingen bei der Tür aus und haben das vergessen, was da drin geredet worden ist. Das stört die überhaupt nicht. Und die haben vorher stundenlang zugehört. Jetzt ist aber die Frage, wie bringe ich so einen Schüler oder eine Schülerin, die jetzt phlegmatisch sind, dazu etwas zu tun? Das ist wie wenn ich einen Nachtkastel schiebe, soweit ich es geschoben habe, bewegt er sich und dann bleibt es wieder stehen. Ja? Also, ein Phlegmatiker wurde. Nein. Immer wieder das Gleiche sagen bzw. Gewohnheiten entwickeln. Angst. Phlegmatiker Angst machen. Ein Choleriker fährt dann mit dem anderen Ende von der Wirbelsäule ins Gesicht. Ein Phlegmatiker sagt, was willst du, wie schaust du aus? Also, denen ist das sowas von wurscht. Ja? Dann geht das nämlich da hinten wirklich vorbei. Haben wir halt schon erklärt mit dem Vorbeigehen. Gell? Ja. Sanguiniker ist für alles sofort zu begeistern. Wenn das aber länger dauert, als das Bierchen da draußen zu holen, ja, ja dann wird es schwierig. Übrigens, jetzt zu den Persönlichkeiten so in der Schule, ihr seid ja alle miteinander nie in die Schule gegangen. Übrigens, wo ist er? Ich darf den Rekord brechen, gell? Ja, ich bin nicht viel älter wie du und bin doppelt so lange in die Schule gegangen, gell? Ich habe so lange gebraucht, bis ich es kapiert habe. Ich habe zuerst gerade nachgerechnet, 56 Jahre. Ich habe sehr viele Berufe nicht fertig gelernt, aber 27 sind doch fertig gelernt, die übrig geblieben. Du brauchst nur die Schlagzahl erhöhen, also schneller was machen, dann bleibt schon was über. Übrigens, mein erster war Kosmetiker. Der zweite Masseur, für alle Frauen da rein. Dann Maschinenbauingenieur, das war völlig uninteressant. Gut. Ja, jetzt zu den Typen noch einmal. Was tun wir mit denen im Unterricht? Phlegmatiker, Gewohnheiten entwickeln. Jeden Tag zur selben Zeit das gleiche tun. Und Phlegmatiker sind die Kinder oder Partner, denen man wirklich, wie oft haben wir zuerst gesagt, Millionen Mal das Gleiche sagt? Nein, du weißt das, gell? Günther. Wenn man immer das Gleiche sagt, nein, du weißt es. Wenn man immer das Gleiche sagt und man kommt nicht drauf, dass das für die Wurst ist. Bei den Phlegmatikern funktioniert das aber trotzdem. Dann, wenn man aufhört, dass man sagt, tun sie es plötzlich. Und man denkt sich, wie gibt's denn das? Mein Sohn? Nein, das ist, also Phlegmatiker machen es immer dann, wenn man aufhört, das Nachkasteln zum Schirren. Ja? Also dann bewegt es sich plötzlich selber. Und es bewegt sich doch. Ja? Sanguiniker muss man in Hilfe machen, man muss kleine Portionchen machen. Das heißt, immer so viel, wie sie sich gerade noch merken. Ja? Die sind sowas von offen und flexibel. Ja? Andere haben ein Rückgrat, Sanguiniker sind flexibel. Nein, ich selber bin eine Mischung aus einem Choleriker und einem Sanguiniker. Mit 18 Jahren war ich ausgetestet zu 98% sanguinisch. Könnt ihr euch das vorstellen? Meine Noten haben entsprechend ausgeschaut. Okay. Mit heutigem Datum bin ich 97% cholerisch. Okay. Das Sanguinische ist mir zwar noch ein bisschen blind so von der Ausdrucksweise, aber ich bin sehr ergebnisorientiert. Und Wettkampftyp und. Also man kann den Typ auch ändern, das ist eine der guten Nachrichten. Und seinen eigenen Bedürfnissen anpassen. Melancholiker. Melancholiker haben wir schon gesagt, Buchhaltung, super, also solche Dinge. Melancholikerinnen und Melancholiker haben das schönste Heft der Klasse. Und sagen, schön, Fässer, ich will das Heft noch mal schreiben, auf der dritten Seite lesen, Eselohr. Ja, das ist typisch melancholisch. Lieben, Musik, Gedichte, also von den Gedichten her kommt ja auch Melancholiker sein, ich habe sehr viele Gedichte geschrieben. Warum erzähle ich das Ganze? Jetzt kommt's. Diese Typeneinteilung ist nur eine der vielen Möglichkeiten, etwas zu heben, einen Schatz zu heben, der in den Menschen drinnen ist, indem man es typgerecht unterrichtet.
in dem mit dem Sanguiniker kleine Bornzürnchen gibt, in dem mit dem Choleriker einen zweiten Choleriker an die Seite stößt, sagt, das sind vier Methoden, wie man das rechnen kann. Bis nächstes Mal gibt es für die Rechnung eine Lösung von euch. Und die Klasse stimmt da, wer es am besten kann. Wettbewerbstypen. Die hakeln wie die Depperten, nicht weil sie so deppert sind, sondern weil sie gewinnen wollen. Ja? Nur einem Choleriker etwas erklären zu wollen, ist vergebene Liebesmühe. Ja? Du weißt, wovon ich rede. Gell? Ja. Okay. Und Phlegmatiker benötigen Gewohnheiten und Melancholiker müssen sehr viel arbeiten und tun, auch sehr viel motorisch tun. Die Dinge immer wieder schreiben, Hefte noch einmal schreiben, das ist die Erfüllung, dass die dann noch schöner werden. Ja? Solche Dinge. Und ich glaube, dass wir in unserer Pädagogik sicher, ich glaube nicht ganz 98%, die wir verschütten, aber ich würde sagen, 80% ganz sicher, den wir noch heben können, nur dadurch, indem wir typgerecht lernen. Und zum Abschluss eine andere Typeneinteilung. Es gibt Wahrnehmungstypen, die sieben Sinne. Olfatorisch, also riechen, ja, Geschmacksnerven, visuell. Da geht übrigens am meisten an Information ein. Stellt euch einen visuellen Sanguino-Choleriker vor. Der ist irre schnell, weil es gibt nichts, wo man so schnell Daten einschöpfen kann, als wir mit Bildern, noch besser mit Filmen. Also diese bekannten Eselsbrücken, wo man einen Film ablaufen lässt und eine Geschichte erfindet, damit die was haben zu merken, funktioniert fantastisch. Menschen, menschliche Hirne, können sich Geschichten besser merken als statische Dinge. Das ist so ähnlich wie beim Sitzen, wie wir zuerst gesagt haben. Wenn du auf einem Sessel drauf sitzt, in Wirklichkeit aber völlig dynamisch bist, und das ist ja jeder Mensch, dann wirst du niederbremst bis zum Gehennehmer. Also, Filme, Geschichten und insofern die PowerPoint im Kopf machen, aber bitte auch nicht vergessen, zum Beispiel auditive Menschen, und man hört es an dem, was sie sagen. Wenn jemand sagt, das schaut mir gut an, das schaut gut aus, ist ein visueller Typ. Wenn die sagen, das hört sich gut an, ist ein auditiver Typ. Nur auditive Typen, besonders auditive, melancholische Typen, die brauchen absolute Ruhe zum Lernen. Wenn die mitten in der Familie lernen sollen, die Katastrophe. Ganz anders beim Sanguiniker, der geht, weil er jetzt wirklich einmal lernen muss, ja, und er weiß, dass er wirklich, wirklich lernen muss, geht ins Zimmer, schlägt das Heft auf und beginnt zu lernen. Die rechte Seite, weil die rechte Seite auch die schönere, fängt von oben an zu lernen bis zur Hälfte, dann fällt ihm ein, eigentlich für heute auf Nacht habe ich noch kein Date. Kurz telefoniert, Susi, hast du Zeit? 17 Uhr, kommt er erst um 18 Uhr, weil sein Kliniker verspäten sie gern. Hast du Zeit? Treffen wir uns. Okay. Dann plötzlich Telefon weg. Stille. Das geht nicht. Für den Kliniker? Still geht nicht. Radio. Ja, das ist ein Dreif und jetzt lerne. Vier Zeilen. Ja. Lernen wieder zu Ende, weil der Fernseher ja noch nicht läuft. Das nächste ist Griff zum Fernseher. Man muss den Fernseher einschalten, weil ich bin multitaskingfähig. Ja? Ich kann das alles. Die Lehre aus dieser Geschichte. Sanguiniker lernen, haben die kürzesten Lernzeiten. Es muss ihnen nur bewusst sein, mehr als 3 bis 4 Minuten im Stück ist nicht. Ja? Also 3 bis 4 Minuten, dann wegtun. Deshalb funktioniert das irrsinnig gut. Achso, ich hab schon. Ups, ich hab meine Karten nicht gehabt. Nein, ich habe nämlich normalerweise da immer Karten drin, so Notizkarten. Man schreibt sich das da drauf, also Schummelzettel, ideal zum Lernen für Sanguiniker. Schummelzettel, die man sich schreibt und die man immer wieder anschaut. Fragen, Antworten, Fragen, Antworten. So lernen Sanguiniker. Also glaubt man es jetzt, dass wir da noch Schätze haben zum Heben, die unsagbar umfangreich sind. Ich hoffe, ihr findet bei euch selber diese Schätze. Danke.
Wow, wunderbar. Dynamisch, spannend, direkt, wie hast du sich für den Direktor erklärt? Herzlichen Dank, lieber Franz Kurz. Ich hoffe auch dich nicht das letzte Mal live erlebt zu haben. Das ist, du bist ja ein kleines Eck, du kehrst ja praktisch demnächst an, wenn es um Bildung geht, zur Standardausstattung von der Montagsinfo. Ja, und das kann man ja dann praktisch auch induktiv für andere Hochschulen hernehmen. Ne? Ja. Induktiv, ja, du musst induktiv vorwählen nach Salzburg.